Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy 2. Ja, wir haben gerade nur ein Leben. Das sollte sich aber eben ändern. Deswegen suche ich gerade was. Wo gab's denn noch Leben? Genau, nee. Da. Natürlich kriegen wir einen Sternteil. Dann ist egal. Dann müssen wir woanders gucken. Hier gab's doch noch irgendwo eine Röhre. Eine Ruine, da ist. So, Dude. Du kriegst jetzt was von mir. Und weh, du verarschst mich. Indem du das Schlechteste, gibst, was geht. Die Wahrscheinlichkeit ist wie hoch? 2 zu 6? Also 1 zu 3? Und wir haben die zweimal ineinander bekommen. Okay, einen Versuch haben wir noch. Das waren die ganzen Sternteile aus der letzten Folge. Aber okay. War eine kleine Ansage übrigens. Die Folgen werden jetzt vergleichsweise etwas kürzer. Denn ich habe momentan nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen. Und ich werde garantiert noch zwei Dingens pro Part machen, also zwei Sterne pro Part. Aber wenn die Folge dann zu Ende ist, dann ist sie halt zu Ende. Das sind nach etwa 15 Minuten. Erstmal. Es werden natürlich wieder später längere Folgen kommen, ganz klar. Aber ich habe momentan halt keine Zeit. Und deswegen. Ja. Probieren wir jetzt erstmal die zwei Sterne zu kriegen pro Folge. Und jeden extra Stern geht ja trotzdem. Beziehungsweise. Halbe, wenn man schon das halbe Level geschafft hat. Ist ja kein Problem eigentlich. Okay, wir müssen jetzt in schnellerer Zeit. Ach so, das heißt schneller tick 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 machen. Ja, hatten schon eine gewisse Würze. Oh Gott. Das ist Schüttelklapp in WTF. Alter! Was ist das denn? Da muss man ja garantiert immer dann springen und darauf hoffen, dass das Timing klappt. Wenn gerade frei ist. Na, verdammt. Genau das meine ich. Harjedu. Okay, wir haben einen Yoshi. Das ist tatsächlich hilfreich. Wenn er seinen Sprung hätte machen wollen, würden tun. Gott. Zum Glück haben wir den Checkpoint. Das ist so ein bisschen Mindgame. Und jetzt gehen wir gleich Game Over. Denn ich werde es garantiert nicht bei diesem Versuch schaffen. Na. Leben. Nee. Das ist so krass. Alter. Das sind wohl mitunter die schwersten Schabernack-Kometen, die man kriegen kann. Da muss ich echt konzentrieren. Aber Yoshi erleichtert das doch ein bisschen durch diesen
längeren Sprung. Vor allen Dingen das jetzt. Okay. Leute, ihr glaubt nicht, wie krass das ist. Vor allen Dingen habe ich jetzt kein Leben mehr. Und kein Yoshi. Hey! Okay, ich gehe garantiert Game Over. Wie krass das ist. Alter. Nein, daneben. Das ist so ein kaputt, Kopf kaputt. Geht nicht. Heftig. Okay, da kann man so rüberlaufen, weil man immer mit einem Fuß irgendwie drauf ist. Dann ist Yoshi gar nicht mehr, verdammt. Okay. Ah! Hui. Verdammt! Okay. Next. So. So. Und wo ist der letzte? Okay, hier hat sich das die Kamera irgendwie festgezoomt. Ui! Heftig! Wo ist der letzte? Am ehesten würde ich ja sagen, geh mal da hoch. Da. Wie komme ich da denn jetzt am schlauesten runter? So. Jetzt habe ich erstmal alle Silbersterne. Alter. Dann muss ich wieder hoch. Jetzt muss ich wieder hoch. Ah, es bleibt stehen. Oh, hui. Dankeschön. Hol ich mir das Leben ein. Alter Schwede. Das war relativ souverän gemeistert. Ich denke nicht, dass das jeder Hinz und Kunz sofort, also mit so wenig Anläufen schafft. Und in die Galaxie zum Glück komplett. Boah. Aber Gourmet-Sachen brauchen tatsächlich nur zwei. Aber tatsächlich nur zwei. Okay, und jetzt müssen wir nur noch Bowser. Nee, es fällt drei. Das heißt, das war der eine... Oh nein. Ich habe ja damals schon gesagt, ich weiß, was der Shabana-Komet ist. Und ich... Also, ich glaube zu wissen, was der Shabana-Komet ist. Und diese Vermutung habe ich immer noch. Und... Das wird schwer. Risikokomet, oh ja. Wir haben nur ein Leben. Das heißt, wir dürfen keinen einzigen Schaden an diesen Gegner nehmen. Müssen ihn trotzdem so besiegen, wie wir es am Anfang gemacht haben. Ja, ja. Jetzt sagt er schon mal das Gleiche. Das ist irgendwie so ein bisschen... Hast du nicht genug? Ich werde dich
von meinem gemütlichen Cockpit aus fertig machen. Du bist also für unseren schönen großen Stern hergekommen? Wir kriegen doch nur einen kleinen Stern. Dann hol ihn dir doch, du Angeber. Ich hätte ihn ruhig abwandeln können. Und nur die gleiche Katze ihn davor hauen, die gleiche Gegner-Szene, die hätten wenigstens einen anderen Spruch reinhauen können. Manchmal sind Entwickler doch ziemlich faul. So. Zack. Na, schade. Ja, das probiere ich immer, obwohl es nie funktioniert, obwohl das klar ist, dass es nicht geht. Zack. Den mach ich mal weg. Okay, Nummer 1 ist kaputt. Genau. Er haut dorthin, das ist perfekt, so ist er da gerade angreifbar. Irgendeinerweise, nee. Okay, einer noch, dann ist schon wieder die nächste Phase. Perfekt. So, zweite Phase, jetzt muss ich den Kopf treffen. Und das heißt ausweichen. Den weg. Den im Maul behalten. Und perfekt. Das war gut. Den weg. Den im Maul behalten. Und Next ist kaputt. Geil. Auch einen 15-Minuten-Part kann man schaffen. Kann man viel schaffen. Das ist schon der zweite Stern jetzt. Ja, Bowser Jr., wo ist der große Stern? Hm? Zack. Kriegt man die jetzt eigentlich noch aufs Konto drauf, die ich jetzt gerade schon auf Einsammeln kam, aber jetzt nicht mehr zu schnell dazu kam? Fragen, die die Welt bewegen. Zwei Minuten. Schön. Also fast drei. Next. Sag ich das richtig? Auch Bowser-Welten haben nur zwei Sterne? Ja. Das heißt, nur die stinknormalen... Okay. Solche komischen Welten, also so Schlangenlinien-Welten, haben nur zwei Sterne. Und die großen Welten haben drei Sterne. Zwei reguläre und ein Schabernack. Manche haben auch versteckte Sterne. So, wie viele Sterne haben wir jetzt? Wir haben jetzt 52, das heißt, drei fehlen noch. Dann gehen wir mal gleich zur nächsten. Zur Biskuitbodengalaxie. Die ist wahrscheinlich wieder lila Münzen oder Zeit. Ich gehe mal von lila Münzen aus. Ja. Erleuchte den Weg zu den lila Münzen. Yeah. Das kann ja heiter werden. Warum sagt man den Spruch eigentlich? Der klingt irgendwie total doof. Natürlich eben mit extra Zeit. Also in gewisser Weise habe ich doppelt recht. Nee, ohne Zeit. Wie krass. Dann ist das ja keine große Herausforderung. Ich meine, ich muss nach keiner Kometenmünze mehr suchen. Das Risiko ist also weg. Irgendwie einfach mal ins Leere zu springen und zu gucken, ob es geht. Huch! Steuerung! Der ist gerade dreimal im Kreis gelaufen, obwohl ich eigentlich schon geradeaus laufen wollte. Aus irgendeinem Grunde. Okay, ich hole mir lieber noch eine neue. Die nächste ist erst da hinten. Zack, zack. So.
Alter, die läuft irgendwie schneller aus. Habe ich so das Gefühl. Alter. Zack. So, das waren die hier jetzt aber, oder? Okay. Das heißt, immer mit Sicherheit ein paar einsammeln und weitermachen. Und nicht irgendwie auf gut Glück nochmal alle einsammeln. Denn dafür gibt es hier genug Zwischenbeeren. Seht ihr hier auch wieder. Erst ein paar einsammeln. Und sobald das ein bisschen zu heikel wird, zurück. Nächste. Auch hier. Die nächste Beere ist erst da hinten. Die Zeit reicht zum Durchkommen. Aber nicht, um währenddessen auch die Münzen zu sammeln. Zack. Das wären diese. Ja. Wären sie? Sind sie? Sind nicht nur wären. Wären nicht nur sind. Ja, ihr wisst, was ich meine. Genau. Die nächste Beere ist da oben. Zwei noch. Und das war's. Wenn ihr vorhin mal eine große Pyramide aus Kuchenpaketen. Okay. 3 Sterne in einer 15-Minuten-Folge. Jetzt suchen wir uns noch eben auf unserer kleinen Insel noch ein paar Leben. Und dann war's das. Ich könnte auch mal einfach mal eben in unsere schlaue Tafel gucken. Wie es denn so bilanziell aussieht. Gehen wir mal zurück. Hochgartengalaxie abgeschlossen. Stern-Yoshi-Galaxie abgeschlossen. Wirbelbohrer-Galaxie haben wir noch keinen Schabernack-Kometen. Wattewolken-Galaxie. Fehlt noch ein Secret-Star. Wie? Da fehlt ein Secret-Star, also kommt da gar kein Schabernack-Komet oder was? Hier fehlt noch beides: Schabernack-Komet und Secret-Star. Wahrscheinlich. Oder so. Hier fehlen noch 2 Secret-Stars. Boah. Heftig. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts von Super Mario Galaxy 2 verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Würde mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Bis denne. Tschüss.